Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Sea of Stars. Ja, wir quatschen hier mal wieder mit allen Leuten, also hier rasten wollen wir nicht mehr. Gast wird ist ein bisschen angepisst. Dann habe ich hier Offcam gesehen, dass wir wahrscheinlich mit dem hier auch quatschen können. Gebt mir etwas Süßes. Ah, krass. Nicht süß genug. Gebt mir etwas Süßes. Schmackhaft. Gebt mir etwas Erwärmendes. Oder Fischkuchen, ganz sicher. Nicht erwärmend genug. Gebt mir was Erwärmendes. Keine Ahnung, Alter, was weiß ich. Eine Krustade vielleicht? Ist auch nicht erwärmend genug. Super, jetzt hauen wir hier alles raus, was wir haben. Okay, ich würde sagen, wir müssen noch was kochen. Der Fischkuchen habe ich denn schon gegeben. Also müssen wir doch noch mal ganz kurz rasten hier. Ich möchte noch gerade andere Dinge hier produzieren oder halt kochen. Geht ja hier. So, was können wir denn Erwärmendes machen? So, was könnte denn warm sein? Eine Pilzsuppe, oder? Eine Fischsuppe könnte auch warm sein. Machen wir einfach alles mal einmal und dann gucken wir mal. Gut, das kann jetzt alles Mögliche sein, ne? Das ist halt richtig ätzend jetzt. Ja, müssten wir eigentlich jetzt alles Braten-Sandwich. Ich mache einfach mal alles einmal und dann gucken wir mal, was er nimmt. Ob er was nimmt. Und wie viel wir hier wirklich brauchen. Super, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, Pilz allerlei. Jo, wegen mir auch. Jetzt musst du genau die richtige Reihenfolge der Rezepte finden. Ein einfacher Salat ist wohl nicht erwärmend, ne? Aber trotzdem, machen wir jetzt mal. Ich baue jetzt einfach mal auch den Kleinkram hier und versuche ihm das zu geben. Oder ich baue es nicht, sondern ich koche es. Ich erbaue gekochtes. Aber die Suppe, das könnte schon sein. Oder irgendeine Art Suppe. So, gucken wir doch einfach mal. Hier die Fischsuppe vielleicht. Schmackhaft, sehr schön. Gib mir etwas Fleischiges, das ist auch gut, das können wir machen. Ein Braten-Sandwich. Muss man wahrscheinlich nicht exakt haben, sondern irgendwas, was Leichtes ist, wahrscheinlich der Salat. Also muss man nur eine Art dieser Dinge haben. Man muss wahrscheinlich nicht das Originalrezept haben. Aus dem Wasser. Aus dem Wasser klingt eigentlich auch wieder wie... Wie eine Suppe. Ah, hat sogar das auch funktioniert, alles klar. Alles, was ich mir je gewünscht habe und mehr. Belohnung ausgeben. Regenbogenschnecke. Okay, also gibt es hier doch noch Regenbogenschnecken. Das war alles, was ich jemals wollte und mehr. Gut, wunderbar. Haben wir also hier abkassiert. Da sind wir jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir müssen irgendwann nochmal zurück und diese blöden Dinger abgeben. Weil da kommen wir jetzt so langsam in Regionen, wo es echt eventuell interessant wird. So, was geht jetzt hier ab? Oh Mann, ich würde die Leute so gerne ein wenig aufheitern. Es ist, als wäre ich außer Serei... Als wäre ich außer Serei der Einzige, der noch ein wenig Energie hat, aber ich bin kein Kämpfer. Ihr kommt aus einer anderen Welt, oder? Kennt ihr dort Spiele? Ah. Räder, das klingt tatsächlich lustig. Könntet ihr mir einen Gefallen tun und die Uhrmacherin in eurer Welt fragen, ob man einen Tisch hierher liefern könnte? Ich würde zu gerne Räder spielen. Ah, so kann man also hier Räder freischalten. Krass. So, dann müssen wir hier Yolande nochmal Noten geben, genau. Und dann können wir hier irgendwelche Lieder abspielen. Hier die letzten sind dann somit die, die man freigeschaltet hat. Wahrscheinlich jetzt hier aus dieser Welt. Wie gefallen euch unsere Lieder? Bla. Ja, gut. Ja, die einzige Band mit Geist. Gut, also müssen wir mit dem noch Räder spielen. Gut, da haben wir zumindest mal ein Stück weit ein paar Dinge geklärt. Wir müssen irgendwann die Welt eh nochmal so ein bisschen abgehen, sag ich mal. Ah, hier auch irgendwie ein Diamant jetzt irgendwo abkassiert. Da oben gibt es Items zu kaufen oder ein Händler oder sowas. Ja,
tragen keinen Frieden mehr im Herzen. Was ist das da für ein Gebäude? Wir haben noch dieses komische Datenblatt und so. Hier ist noch irgendwas, was abgeht, wo wir hoch, runter, wie auch immer fahren können. Könnte auch hauptquesttechnisch nochmal eine Rolle spielen, der Raum hier. Jemand muss es gewusst haben. Was muss jemand gewusst haben? Da blinkt's auch bös rum. Tomaten. Und ein Samurai. Serai, warum kehrst du zurück? Du wurdest doch entsandt, Terminator-mäßig entsandt, um die Menschheit zu vernichten, zu retten, wie auch immer. So, also Terminator wurde so entsandt. Sie natürlich nicht. Sie wurde entsandt, um diese Welt zu retten. Sie haben uns viel angetan. Okay. Ich hab mal einen Jump gemacht. So, dann wie gesagt, hier Reparatur sieht man so aus. Was ist das da? Raus aus meinem Kopf. Gehen wir mal hier in die Werkstatt. Reparatur, wie auch immer hier. Regenbogenschnecke, sehr schön. Ein Händler. Wo man auch wieder krassen Kram kaufen kann. Ein Implementat für Serai, das einen Stern von Verbündeten entfernt, die in den K.O.-Status versetzt werden. Oh, nice. Auch nice, oder? Stehen die Leute halt direkt wieder auf. Kostet aber super viel. Hier brauchen wir jetzt wirklich mal Kohle, ne? Und hier eine schöne Ausrüstung, die man kaufen kann. Kaufen wir das mal. Ausrüsten, verkaufen. Ich gehe mal generell ins Verkaufen rein. Ah, hier können wir noch ein bisschen Erze verkaufen. Dann das ganze gekochte Zeugs da. Ich verkauf's mal, weg damit, dass wir ein bisschen Kohle bekommen. Alles verkaufen, der Dolch kann weg. Das Zahnrad, weiß ich nicht. So, hier irgendwelche Blätterumhänge und so ein Kram. Eichenrüstung kann auch weg. Die Himmelsrüstung kann weg. Blätterumhang, jo, kann auch mal weg. So, die Dinger hier verkaufe ich nur ungern. Und da haben wir noch diese kleinen Item-Geschichten da. Hau ich auch mal ein bisschen was weg, um Kohle zu machen. Hier, die Pilze zum Beispiel haben wir super oft. Also man so eine kleine Farmrunde, wo wir manche Dinge dann super oft haben, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Wobei ich jetzt, wenn ich hier viele Dinge verkaufe, doch zu einem sehr, sehr guten Goldpreis komme. Auch wenn ich noch Nebenquests bekomme. Ihr habt es mir in die Kommentare geschrieben. Ich weiß Bescheid. Die eventuell noch irgendwie wichtig werden. Trotzdem haue ich jetzt mal, also wo wir irgendwelche Dinge hier brauchen, in höherer Anzahl. Trotzdem haue ich jetzt hier mal ein bisschen was raus. Dass wir da klarkommen. So, kaufen. Den Stab haben wir. Was wäre noch wichtig? Rüstung doppelt können wir uns nicht leisten. Den Nano-Injektor finde ich fast das Wichtigste. Also kaufen wir den mal. Zum Inventar. Wird einfach nur gekauft. Und hier die Waffe wird gekauft. Das Wolkenschwert wird verkauft. Ja, sonst habe ich nicht genug, um mir die Rüstung zu kaufen. Einmal würde ich sie gern kaufen. Deswegen gehen noch ein paar rote Beeren über die Wupper. Wir finden den Kram schon nochmal. Oder wie gesagt, den kann man sich ja auch erfarmen. So, hier den Kram. Weg damit. Jetzt kann ich nichts mehr kochen. Es ist so bitter. So, die biegsame Weste ausrüsten für Sie hier. Und verkaufen bitte. Wunderbar. So, und dann gehen wir hier hin. Nee, alles gut. Ausrüsten, jetzt Serai. Nur Serai kann das Ding einsetzen, ne? Oder? Auge von Yomara. Ja, wird hier gar nicht vorgeschlagen. Okay, ausrüsten, Serai. Füllhorn. Ja, den Nano-Injektor. Ja, mal gucken. Ich weiß es nicht genau. Was haben wir hier? Magische Tasche ist eigentlich mega geil. Beim Kampfbeginn ein weiteres Stärkungsteil da, wenn ich den Kampf
Ah ne, Quatsch, einfach nur so. Erzeugt am Kampfbeginn eine weitere Stärkungsladung auf dem Boden. Angriff oder Enterhaken? Ah, könnte auch sein, dass es nicht so ist manchmal. Abakus brauchen wir nicht. Also Sail hat generell hier Auge von Yomara. Wir haben Schwäche, Stärken, Resistenzen und so weiter. Das ist sinnvoll. Dann Serai hat das Füllhorn mit mehr LP. Was hat sie hier? Eine MP zurück, wenn man die Blocks timet. Ja, kann man jetzt so oder so spielen. Also machen wir bei ihr mal hier den Nano-Injektor. Das einen Stern von Verbündeten entfernt, die den K.O.-Status in den K.O.-Status versetzt werden und dann halten die praktisch nur eine Runde, sind die überhaupt K.O. am Boden. Machen wir es mal so. Dann stehen die wahrscheinlich relativ schnell wieder auf und hier machen wir dann das Füllhorn rein, dass wir mehr LP haben. Und auf das Blocken verzichte ich, weil ich mir über die Items, hier über die magische Tasche halt immer wieder Items reinziehen kann. Aber ich sehe gerade, der Sonnenwende-Magiering kann nur sie tragen. Oder eventuell auch unser Hauptheld, ne? Jo. Okay, nicht jedes Item ist von jedem Char zu tragen. Serai kann den auch nicht tragen, ne? Ne. Okay, wissen wir da auch Bescheid. Gut, ich lasse es jetzt mal so. Das ist eher die defensivere Skillung sozusagen. Mit dem Nano-Injektor und mit der HP. Muss man nicht so machen. Jetzt hätte ich gerne wieder einen fünften Charakter. Mit mächtiger Verschlüsselung versiegelt. Eine Chiffre könnte helfen. Tja. Und die Chiffre kriege ich aus meiner Welt oder von diesem Datenträger-Ding da, was ich zuletzt gefunden habe? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir uns hier nochmal ganz gut ausgerüstet, haben guten Krempel bekommen. Hier sind wir wieder bei einem Art Händler, nehme ich mal an. Ah, und hier kann ich den kleinen Kram dann kaufen und vielleicht neue Rezepte, so ist es. Für 90 Gold verkaufen wir wieder Kleinkram. Das Zahnrad, ich behalte es noch. Ich gebe ihn noch nicht auf. Also hier die Sachen, die wir tragen rechts, genau. So 80 oder was habe ich gebraucht, ne? Hauen wir mal so ein bisschen was raus. Ein paar 80 habe ich, glaube ich, gebraucht. Jo, machen wir es so. So, kaufen für das Rezept. Ah, 90 habe ich gebraucht, okay. Alles klar, Rezept gekauft, wunderbar. Wir sind vollkommen pleite. Serai, jetzt kommen wir nicht mit irgendeinem Kram. Wir haben wirklich keine Kohle mehr. Ganz übel. So, bringt das mir hier irgendwas? Wenn ich hier runterspringe, das hat nichts gebracht, ne? So, hier oben müssen wir eh hin, hauptstorytechnisch. Wie kann ich weiterleben? Ich möchte nicht bleiben. Wir hätten die andere Richtung nehmen sollen. Und hier ist noch irgendwas. Verbündeter regeneriert 100% MP. Pudding Chaumeur gefunden. Oh, auch nice. Wenn wir das mal herstellen können. Ich will meinen Verstand zurück. Er sucht mich immer noch im Traumheim. Ich würde zu gerne aufgeben. Naja, die sind leicht depressiv hier in dem Land. Okay. So, gehen wir mal hoch. Serai, erzähl mir mal ein bisschen was. Was geht denn ab jetzt hier bei dir? Das Zuhause von Serai. Ist es nicht schön? Guten Morgen, Cedric. Kann das ganze Ding hier fliegen oder was? Weil sie auch gesagt haben, andere Richtung aufnehmen. Kann die ganze Stadt, die Rapine, kann die fliegen oder was? Guten Morgen, Serai. Ich sehe, deine Suche nach Kriegern der Sonnenwende in anderen Welten war erfolgreich. Steigerungschancen drastisch. Wie ist der Status quo? Mond immer noch versunken, Sonne von Wolken blockiert, Flashmancer bewohnt immer noch unerreichbares Schloss, aktive Bedrohung, Eremit der Schmerzen. Vorkommnisse. Flashmancer-Aktivität vor einigen Tagen erkannt. Flashmancer ging kurzzeitig in andere Welt, kehrte mit neuen Monsterleut namens Elisandea zurück. Okay.
Wer das wohl ist? Erlina, ganz genau. Konfrontation mit Alessandria nicht empfohlen. Das werden wir noch sehen. Empfohlene Aktion, Eremit der Schmerzen mit Hilfe von Kriegern der Sonnenwende besiegen. Empfohlene Aktion bei Erfolg, Himmelsbasis erreichen, um Wolken zu vertreiben und Sonne und Mond zu verbinden. Aber wie kommen wir dorthin? Bericht Erforschung der himmelblauen Weiten während deiner Abwesenheit fortgesetzt. Und? Schwache Energie erkannt, stimmt mit alten Aufzeichnungen über die Toten eines vergessenen Volkes überein. Rechan, was ist? Angeblicher Erbauer der Tempo-Kugelnetzwerks. Eventuelle Möglichkeit, es wieder zu aktivieren. Analyse von Schienen und Rampen bestätigt Tempo-Kugelnetzwerk als mögliche Route zur Himmelsbasis. Empfohlene Aktion: Erkundungsdrohne durch himmelsblaue Weite folgen und Signal untersuchen. Erfolgsanalyse gering. Immerhin ein Hinweis. Anwesenheit von Dienern der Königin ehemals bestätigt. Konfrontation vermutlich unausweichlich. Keine Sorge, sie können kämpfen. Sonne kalibriert, piept schneller, um wichtige Objekte anzuzeigen. Viel Glück. Oder die Sonde aktiviert. Habe ich jetzt immer eine Sonde dabei, oder was? Ah, tatsächlich, Sonde. Die himmelblaue Weite. Könnten die dort wirklich irgendwo sein und vielleicht sogar am Leben? Eine Sache noch, sehr trick. Oh, das wäre geil. Haben wir jetzt eine Sonde und wenn ich die piept, wenn ich immer näher komme, oder was? Oder vibriert, oder was auch immer. Ja, ich will, dass sie sehen, was sie erwartet. Den Eremiten der Schmerzen? Zeig ihn uns. Entsende Drohne. Okay. Heftig. Dein Volk. Wir werden das Ding erledigen. Krieger der Sonnenwende zeigen Emotionalität. Emotionalität könnte Leistung negativ beeinflussen. Empfohlene Aktion einatmen. Keine Sorge wegen uns. Das Monster bekommt, was es verdient. Empfohlene Aktion ausatmen. Danke, Cedric. Haha, danke, Cedric, genau. Okay, erst muss der Mond scheinen. Wir brauchen euch zwei in voller Stärke. Die himmelblaue Weite liegt östlich von Rapine. Hoffen wir, dass uns das, was wir dort finden, weiterhelfen kann. Tix? Geht vor, ich möchte mit Cedric sprechen. Ich komme später nach. Sonde für himmelblaue Weite kalibriert. Piept schneller, um wichtige Objekte anzuzeigen. Viel Glück. Entschlüsselungskonsole online. Bitte verfügbare Datenstreifen vorweisen. Ah, nice. Entschlüsselung erst mit weiteren Datenstreifen möglich. Empfohlene Aktion, mehr Datenstreifen finden. Okay, hier können wir also die Datenstreifen dann irgendwie abgeben. Hat er jetzt die einen da abkassiert oder was? Ne, hier. Mit genügend Streifen könnte ein Chiffre erzeugt werden. Alter, was geht ab? Und das könnten wir wahrscheinlich in diesem einen Laden da gebrauchen, beim Händler oder wo das jetzt war, ne? Eventuell. Vielleicht auch wo ganz anders. Oder halt in unserer Welt irgendwie als Zeichenfolge, wie auch immer. Hier könnte ich mir jetzt wieder Gold besorgen, am himmelblauen Reservoir, die himmelblaue Weite. Aber jetzt bin ich echt richtig pleite. Ich glaube jetzt, hier ist die Drohne. Ist die jetzt immer bei uns dabei, auch später in unserer Welt? Um Sachen zu finden und so. Graben. Achso, das ist nur hier halt dann am Start. Ist trotzdem geil gemacht. Mal ein ganz neues Gameplay.
Design. Ja, hier, da ist doch was. Gut, klar. Gegner, es war klar, dass das mal so kommt. Ich würde mich eigentlich jetzt ganz gern mal umhauen lassen, einfach um das mit den Sternen zu sehen und so, wie sich das jetzt auswirkt. Ja, ja, mach ruhig. Ich kämpfe jetzt einfach mal ziemlich hirnlos. Hau mal einen von mir um. Gut, mal eine Runde geblockt. So, weg damit. Ziehen wir uns hier die Power rein und Sail, da kannst du mal abgehen. Sehr schön, verwundbar. Gibt wieder jede Menge XP. Ist halt die Frage, ob das jetzt so sinnvoll war. Zuerst mal hier vielleicht das erste Gebiet hier komplett abchecken. Also wir kommen von hier rein und dann halt wie gesagt erstes Gebiet abchecken. Hä? Was ist das denn? Hab ich was verpasst? Was ist das? Okay. Drohne, ich brauche dich später auch immer dabei, dass du mir irgendwie zeigst, wo hier irgendwas rumliegt. Das wäre ganz nice. Na gut, jetzt gibt es hier alle möglichen Richtungen, in die man gehen kann. Ah. Okay, man kann sich dann also hier irgendwie verlaufen, oder was? Jetzt bin ich einfach nochmal in meinem Gebiet hier angekommen, oder was? Also gilt das Ding hier schon irgendwie als Orientierung. Ah, oder es zeigt einem an, wo man entlang gehen muss. Ah. Das kann sein. Das sieht auch schwer danach aus. Dass man sich hier nicht verläuft und so. Drahtplattenrüstung, die habe ich hier schon, ne? Genau. Kann irgendwer sonst die noch tragen? Wie wäre es mit Valer? So ist es. Sehr schön. Haben wir schon was zum Verkaufen. Hä, wo ist denn das Ding? Hä, wo ist denn das? Bin ich bescheuert? Genau, und jetzt müssen wir hier oben rechts hin. Ah, okay, gut, alles klar. Kann natürlich sein, dass ich jetzt hier irgendwas verpeile. Hier muss was sein. Ungefähr hier, hier irgendwo. Hallo? Doch nicht? Also Drohne, wir müssen dich irgendwie noch besser kalibrieren. Irgendwie check ich dich nicht. Ah, hier. Gut, es wird ja unten rechts eigentlich immer angezeigt, wann man graben kann. Hä? Du piepst doch! Was ist dann? Die piepst doch! Will die mich verarschen? Piepst einfach einmal. Ah, hier. Genau, ein paar Gegner. Gib mir ein paar Gegner. Wunderbar. So, da kloppen wir hier nochmal rein. Hau mal irgendjemanden von uns um, bitte. So, wunderbar. Ich hoffe jetzt nicht, dass alle umgehauen werden. Das wäre bitter. Ich will doch nur sehen, wie einer umfällt mal. Um dann zu sehen, wie viele Sterne der hat und wann er wieder aufsteht und so. Auch für eventuell New Game Plus irgendwelche Herausforderungen wichtig und so. Bitte nicht alle umknallen, das wäre ganz nett. So, holen wir uns hier die Power und ballern mal auf dich drauf. Sehr schön. Ja gut, ein Gegner ist jetzt nicht so krass gefährlich, hoffe ich mal. Ich schlag nur mal einmal rein. So, könntest du bitte, was ist dann? Greifst du mich bitte noch an? So, greif Valer an. Nee. Ich will doch mal sehen, was abgeht. Skills, heilendes Licht auf mich selbst. Genau. Das
er wahrscheinlich schon down. Ich krieg's nicht hin zu sterben. Okay, alles klar. Piepst die Drohne jetzt wieder? Ah, die will mir dann nur sagen, dass in dem Feld generell noch irgendwas rumliegt oder was. Deswegen piepst sie einmal. Okay, gecheckt. Ja, hier auch wieder. Genau, da kann ich irgendwo graben halt. Es ist nicht unmittelbar in der Nähe dann. Hier dann schon. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder Gegner. Oh, da Blümchen. Ist noch was hier in dem Region? Ja, in der Region ist noch was. Deswegen piepst da noch einmal. Aber das ist dann nicht in der unmittelbaren Nähe. Jetzt schon. Alles klar, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich die Drohne gecheckt. Und Gold gefunden. Das ist ja Wahnsinn. So, wir müssen nach oben. Und da kommt vielleicht mal ein Boss, der mich dann in den Betäubungszustand reinbollert. Aber das würde ich echt feiern, wenn wir die Drohne für unsere Schatzsuche in unserer Welt noch weiter nutzen könnten. So, hier Krustade gefunden. Und ein bisschen Kleinkram. Und ein paar Gegner. Traumhaft. So, machen wir mal hier Skills hier von ihr. Moonerang, oder? Würde ich mal empfehlen. Da kann man schon mal ein bisschen was verhindern, dass es nicht ganz krass reinknallt, was jetzt hier auf uns zukommt. Wäre ein bisschen übel. Wird die Kraft schon mal ein bisschen reduziert, beziehungsweise eine Attacke ganz ausgesetzt. Das ist schon mal nicht schlecht. So, wunderbar. Und bitte auf Avalea. Ich will mal sehen, wie angeschlagen die danach ist. Bitte. Photonensalve. Ah, greift alle an. Das ist gar nicht so schlecht. Ah, hier ist sie rein. Jo, einen Stern. Da ist die nach einer Runde wieder am Start. Das ist schon krass. Hier, die steht ja direkt wieder auf. Das ist ja mal mega, das Item, oder? Also ich find's mega. So, jetzt steht auch danach... Ja, steht Valer wieder auf. Ich glaube, wenn die jetzt wieder niedergeschlagen wird, dann hat sie 2 Sterne oder sowas. Aber das muss ja zuerst mal passieren. Das ist ja voll krass. Ja, hier steht sie wieder auf. Das ist schon krank, oder? Dadurch wird es schon mega easy mit dem Item. Alles klar. Also hier mit Serais Item, hier mit diesem Nano-Injektor. Den wir in der letzten Folge gefunden haben. Oder letzte oder vorletzte Folge. Der ist schon nicht schlecht. Kann man schon nutzen. So, hier ist wahrscheinlich das Ding, wo wir hin müssen. Oder Gegner. Auch schön. Skills, Sprintschlag. Auf geht's. Wir haben auch schon super viel MP. Geht auf jeden Fall alles klar. So, Angriff. Jo, mach den mal weg. Sehr gut. So, Serai holt hier auch ein bisschen MP. Und ist das Ding auch schon weg. Wahnsinn. Und wir machen richtig schön XP hier. Nice, nice, nice. Ja, und wir müssen hier oben hin. So langsam, denke ich mal, sind wir auch hier durch, oder? So vom Gefühl. Was ist dann? Gut, ein paar Gegner. Oh, okay. Jetzt wird es ein bisschen stressig. So, Angriff. 4 Stück. Die stehen auch relativ doof. Hauen wir zuerst mal auf den hier drauf. Jetzt können wir gleich tatsächlich mal ein Mondschild oder sowas machen. Weil wir hier zu sehr auf den Sack bekommen. So, Skills. Den da. Mondschild auf alle bitte. Bevor das jetzt doch irgendwie schief geht. Auch wenn ich jetzt ganz gute Items habe, aber so sind wir geheilt und können jetzt gleich auch Massenangriffe und so weiter machen. Wie gesagt, wir könnten noch Items nutzen, einfach vor jeder Runde, ne? Wissen wir ja auch Bescheid. Er macht schon Laune. Also jeder Charakter darf vor einer Runde immer so ein Item ziehen, wenn er Bock hat. So, machen wir Angriff, Serai auf, jo, die Drohne, dass die so langsam wegkommt. Oh, nur einfacher Hit. So, trotzdem auf ihn. Weg damit. So, dann haben wir hier Skills.
Könnte ich wieder ein Mondschild oder Moonerang machen? Oder einen Sichelbogen? Ne, Moonerang, warum nicht? Mit aufgeladener Power so ein bisschen. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Könnte hier vom Ablenken her ein bisschen nervig sein. Gut, passt überhaupt nicht zu den Schlössern. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, jetzt kriegen wir richtig auf den Sack. Oh, das könnte sogar ein bisschen arrogant gewesen sein, was wir da gerade abgezogen haben. Okay, okay, okay. Bleibt mal ganz locker, Leute. So, jetzt haben wir hier so eine Situation. Das war jetzt tatsächlich ein bisschen doof. Ja, hier. Ich darf jetzt so ein Item nutzen und darf trotzdem danach wieder ran. Skills desorientieren, um einfach mal ein bisschen Zeit zu gewinnen. So, und jetzt sind wir wieder im Rennen. War ein bisschen arroganter Playstyle gerade, gebe ich zu. Und wir könnten noch heilen über die Combo und jetzt sind wir eigentlich wieder da. Das passt schon wieder. So, schön. Weg damit und dann können wir noch die Combo machen. Heilen uns danach komplett hoch und sind in der nächsten Runde wieder fresh im Schritt. Wunderbar. So, Combo, nee. Ach, du doch, ach, geht. Gut, egal. Mach mal einfacher Hit, bevor da irgendwas schief geht. So, und jetzt aber heilendes Licht. Mit voller oder einfacher Power dürfte reichen, um ordentlich zu heilen. Genau. Na, ah, wie er blockt. Das ist ja Wahnsinn. Hier mit Full Power draufkloppen. So, Schild, macht noch ein bisschen was hier. Hält noch ein bisschen was aus. Und da wird das Schloss angegriffen. Das ist ja Wahnsinn. So, machen wir den nochmal. Was ist denn mit deinem blöden Schild da? Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt macht er trotzdem wieder The Fun-Wender hier. Was geht denn mit dem ab? Ist aber auch geil. Der schießt eine, oder wirft eine Pfanne in die Luft und dann schießt er drauf. Und die ganzen reflektierenden Schüsse greifen uns dann an. Heile ich den die ganze Zeit mit meinen Angriffen? Ja, der ist ja voll geheilt. Solange das Schild noch da ist oder was, wird er geheilt oder was? Keine Ahnung. Habe ich jetzt gar nicht so gecheckt irgendwie. Ich mache die ganze Zeit irgendeinen Quatsch. Muss ich mal drauf achten jetzt. Weil ich habe nie so drauf geachtet, was das Schild da eigentlich genau bewirkt. So, hier. Mit einfacher Power draufkloppen und dann geht's Schild weg. Okay, er wird aber, glaube ich, trotzdem geheilt. Oder habe ich dem vorher gar kein Leben abgezogen? Keine Ahnung. So, und jetzt kann ich nur angreifen. Muss ich mal drauf achten in Zukunft. Nicht, dass das irgendwann noch ein bisschen schlecht für mich ausgeht. So, gefährlicher Kampf an sich. Aber wir haben schon eine ganz gute Anti-Skillung sozusagen. So, was geht denn ab? Irgendwo wäre noch was. Drohne. Ja, hier irgendwo. Das war's hier auch, oder? Ja, macht nichts mehr die Drohne. So, jetzt müssen wir hier unten weiter und dann dürften wir eigentlich so langsam mal am Schluss sein, schätze ich mal, oder? Gibt's noch ein bisschen Futter? Oder check ich's nicht und laufe die ganze Zeit falsch, weil ich eigentlich entgegengesetzt laufen müsste oder sowas? Könnte ja auch sein. So, hier ist noch irgendwo was. Nochmal Gegner. So, und jetzt spielen wir mal richtig hier. So, Angriff auf ihn hier. Hammer Time. So, den zweiten Hammer Time Typen haben wir ja nicht dabei. Skills, so, geht leider nicht. Gut, ich kann mit ihr Skills desorientieren machen. Da kommt schon mal der Angriff nicht so schnell hier. Jetzt macht er wahrscheinlich sein Schild. Ne, macht er nicht. Ah, die Drohne konnte das Schild machen, ne? Angriff. Jo, hauen wir den mal schon mal weg hier. So. Der nervt schon mal nicht mehr rum. Wunderbar. So, hier brauchen wir Schwert und so ein Schwert und Feuer, also auch wieder desorientieren oder halt andere Tricks oder halt mit Reshan einfach die Schlösser wegbekommen mit anderen mit diesem Schwebe-Eppe oder wie das Ding heißt. Ja, ja, bleibt mal ganz locker. So, Angriff hier nochmal, ja genau, Angriff aufgeladen reicht, um ihn zu vernichten. So ist es und dann machen wir den einen da noch weg.
Jo, es spielt jetzt eigentlich keine große Rolle. Jo, laden mal die Power auf. Oh, eventuell reicht's schon. Oh, nun ein... Oh Gott, ich hab die Combo verrafft. Wobei es gar nicht so schlecht ist. Jetzt kann ich noch heilen einmal. Heilen wir noch einmal die gesamte Gruppe hoch. Ja gut, die machen schon Damage. So ist es nicht. Hier Combo, heilendes Licht. Und danach machen wir das Ding weg. Oh jo, da haben wir schon eine ordentliche Heilung mittlerweile. Wunderbar. Also so rein vom Spielfortschritt kommen wir schon krass voran, was jetzt unser Damage und so angeht. Also die Erfahrung, die wir hier in anderen Welten ziehen, die ist schon immens wichtig für uns. So. Jetzt könnte es jetzt hier... Ah ne, noch nicht gewesen sein. Hier irgendwo noch. Och, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe, das gibt's doch nicht. Hier, Sail, Schwertangriff auf den da bitte. So, wir müssen nach unten durch. Alles klar, können wir machen. Skills, Moonerang mit Power bitte. Auf ihn können wir machen. Da ist der schon mal weg. Und bitte lenke ordentlich ab. Es wäre ganz sinnvoll, bitte. So, das hat ja schon mal halbwegs geklappt. Wir teilen mächtig Schaden aus. Wunderbar, traumhaft. Sehr gut. Oh, nee, der hat überlebt. Okay. Wie er nervt mit seinen blöden Rumgeschieße da. So, stirb. So, da wird auch wieder rumgeballert. Ja, die sind schon nervig, die Rumballer-Viecher da. So, da oben greift er in 3 Runden an. Bis dorthin können wir ein bisschen reinkleppern oder so. Wunderbar. Ja, wir bräuchten noch ein bisschen mehr Nahkampf-Attack. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Da kommt nicht so viel rüber. So, wir müssen nach unten. Das könnte es... so langsam mal gewesen sein. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn jetzt los? Komplette Eskalation. Sonst noch was hier? Nö, er sagt auch nichts mehr. Gut, wenn das jetzt noch ewig so geht, kann man natürlich auch machen. Sammeln mal schön Sachen ein. Wir sind angekommen am Ende anscheinend. Am Ende der himmelblauen Weiten oder was auch immer. Das ist, oder da ist niemand. Noch ein Rückschlag. Serai. Cedric hat hier etwas entdeckt. Wir müssen es finden. Dorf der Verlorenen. Okay. Jo, ne? Das Gewucher da, das kennen wir doch, oder? Aeropool hat diesen Ort erbaut. Wirklich? Hier befand sich eine seiner Werkstätten. Und diese Kuppel, wir befinden uns in einem Seelenbehälter. Aeropool, wieso? Seine Experimente haben Spuren hinterlassen. Moment. Alle aufgepasst. Dieses Gebräu wird den Tarnungsfluch aufheben. Seht nun weg, wenn ihr unerkannt bleiben wollt. Okay. Guten Tag. Oh, Verlorener. Es funktioniert. Hey, ich sehe dich. Welche Farbe habe ich? Was ist hier geschehen? Noch ein frevliches Experiment. Ich wusste, dass Aeropool mit Seelen tüftelte, doch lebende Wesen von ihren Körpern zu trennen. Ja
Er versteckt also die Beweise und lässt sie hier auf ewig wandeln. Dein Freund ist ein Feigling. Aeropool ist kein. Ja, die Verbindung zwischen den beiden, ne? Ich weiß nicht, ob das in den Geschichten schon erklärt wurde, aber man merkt jetzt immer mehr, logischerweise hier an den Skins, hier, dass Reshan da stark auf Aeropool reagiert, ne? Die zwei Alchemisten aus der Vergangenheit, bla bla. Naja, welche Verbindung da wohl existiert? Sind das Brüder oder was? Fragen wir mal herum, was hier abgeht. Okay. Ich würde eigentlich gern mal speichern, das wäre mal sinnvoll. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Ihr wollt doch bestimmt nicht in die Werkstatt, oder? Ihr wisst doch, dass da drin etwas Großes, Gefährliches ist, oder? Jo, kann sein. Wieso habe ich auch geschaut? Braucht ihr was für die bevorstehende Reise? Jo, sicher. Ah, hier neue Rezepte. Oh nö, ich bin pleite. Ah ne, ich bin nicht pleite. Ich habe ja Sachen gefunden. So. vulkanische Rüstung, sag ich mal, kann weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich verkaufe meine ganzen Sachen hier. Fleisch könnt ihr haben. Hier 20 Mal. Auf geht's. Knochen könnt ihr auch 10 oder 15 Mal haben. Oder wegen mir auch noch ein bisschen öfter. Bitte, ey. Körner noch ein bisschen was. Kriegen wir ja auch öfter mal. Milchprodukte. Reicht das, um hier die Rezepte zu kaufen? Ganz knapp nicht. Noch 10 brauchen wir. Verkaufen. Jo. Die Beeren. Weg damit. Ich bin sowas von pleite. So, auf jeden Fall haben wir ganz schöne Rezepte hier gefunden. Derjenige, der an uns experimentierte, es ging ihm nicht gut. Es ist schön, sich nach all dieser Zeit wiederzusehen. Das ist ein besonderer Tag. Ja, was meinst du so? Nein, ich vermisse den Tank nicht, den Tank nicht. Keine Ahnung. Beast war schon immer speziell. Ihr seid Krieger der Sonnenwende, oder? Okay, wenn ich jetzt rausgegangen wäre, dann wäre hier was passiert, okay. Woher weißt du das? Die Toten eines vergessenen Volkes wissen viele Dinge. Wer bist du? Man nennt mich Beast. Blaue Schrift? Er ist schneller als... Das wäre jetzt geil, wenn das hier Brookgraves wäre, oder? Weil Brookgraves wurde auch immer blau geschrieben. Er wäre schneller, als man sich's wünscht oder sowas auf die Tour. Könnte jetzt so sein. Und er kämpft definitiv nicht mehr gegen Kinder der Sonnenwende. Aber er würde wissen, wer wir sind. Also anders, als er uns jetzt hier anspricht. Aber trotzdem, sowas könnte ich mir noch irgendwann vorstellen, dass so irgendwas passiert. Weißt du etwas über die Himmelsbasis? Ja, mein Volk erinnert sich noch an den Aufbau dieses Ortes. Damals hatten wir noch Körper. Na gut. Leider verloren wir die Zugangsroute, nachdem die Himmelsbasis verdorben wurde, um Wolken zu erschaffen. Verdorben? Ja, es war der erste Schritt auf dem Weg zum Niedergang unserer Welt. Du meinst, die Himmelsbasis war ursprünglich kein schändliches Instrument? Oh nein, wir regulierten damit das Klima der Fruchtbarkeit wegen. Es war toll. Die böse Maschine, die die Himmelsbasis übernahm, verdarb am Ende ihren KI-Kern. Der Schöpfer der Cyborgs ernannte sich selbst der Katalysator. Dort finde ich diesen Bastard also. Du erinnerst dich? Wir dachten, er würde Erinnerungen löschen. Ich erinnere mich nur an den Namen. Serai? Ich bin okay, noch ein Grund, die Himmelsbasis aufzusuchen. Das Tempo-Kugel-Netzwerk ist der einzige Weg. Weißt du, wie wir den Strom wiederherstellen können? Ja, als uns dämmerte, dass unsere Welt verloren war, bauten wir eine Sicherung ein. Sie verbirgt sich inmitten der hochheiligen Nadeln. Ein Titan aus Kybernetik und Stein, der einen riesigen Felsbrocken stemmt. Wenn die Bremse gelöst wird, stürzt der Block hinab und gibt jene Energie frei, mit der er hochgehievt wurde.
die primitivste Form der Batterie, sie enthält gerade genug Energie für den letzten Rettungsversuch unserer Welt. Wir nannten sie Estristei, wie auch immer. Doch der Zugang zu den hochheiligen Nadeln ist versiegelt, mein Volk hat alles versucht. Das Siegel ist leicht zu brechen, wenn man weiß, wie es geht. Kannst du uns hineinbringen? Natürlich, wenn ihr einen Weg findet, mich dorthin zu bringen. Was meinst du damit? Er hier weiß Bescheid. Beast und sein Volk sitzen hier fest. Nur diese Kuppel bewahrt sie davor, sich in Luft aufzulösen. Wie gesagt, ich helfe euch, wenn ihr mich dorthin bringt. Und ich möchte an ihrer Seite kämpfen. Sprich, wie gut bist du als Alchemist? Ich gebe mir Mühe. Nun, kannst du es? Lebendiges Glas. Vielleicht ein letzter Versuch. Weißt du auch, was du da verlangst? Ja, ich möchte kämpfen und meine Welt zurückerobern. Der Prozess ist irreversibel. Ich verstehe. Ich bräuchte passendes Werkzeug, doch mein Kodex verbietet mir, in Aeropools Werkstatt einzudringen. Wenn du mir die Tür öffnest, kann ich es tun. So einfach kommst du nicht davon. Cedric, ich lade einen 3D-Scan hoch. Übertragung erhalten, Schlossstufe kompliziert. Kannst du einen Schlüssel herstellen? Positiv. Gut, ich schicke die Sonde, um ihn abzuholen. Und jetzt warten wir. Alter, was jetzt alles abgeht, oder? Aber dein Leben, ich könnte mir einen so langen Zeitabschnitt kaum vorstellen. Wenn ich das richtig sehe, wandeln Valer und du auf einem ähnlichen Pfad. Ein Tag nach dem anderen. Und ich selbst muss noch vieles über den Kampf erfahren. Wir könnten voneinander lernen. Ich wette, Gal hätte sie trotzdem zum Lachen gebracht. Ja, bestimmt. Tut mir leid, Valer, ich wollte nicht. Oh nein, schon gut. Weißt du, ich hielt Trauer früher für ein negatives Gefühl, das irgendwann verschwindet. Aber so funktioniert das nicht. Sie ist einfach immer da. Es gibt also nichts, was du sagen könntest, das mich plötzlich wieder an ihn erinnern würde. Ja, vielleicht wird halt der Geist hier zu Gal. Der will ja auch mitkämpfen, braucht einen Körper oder wie auch immer. Manchmal bin ich wirklich traurig, dann muss ich wieder lachen und an gemeinsame Erlebnisse denken. Ich bin ganz bei Seel, er ist gewissermaßen immer bei uns. Und ich beginne langsam zu verstehen, dass ich wohl einfach Glück hatte, eine so großartige Person an meiner Seite zu haben. Ergibt das Sinn? Tut es. Danke, Valer, das hilft mir auch. Und wieder mal ist Gal der Höhepunkt des Tages, ohne selbst hier zu sein. Haha. Offenbar ist unser Schlüssel da. Und hoffentlich auch mein Abspeicherort, dass ich mal speichern kann und die Folge beenden kann. Gleich kommt meine Kleine nach Hause, da muss ich als Papa da sein. Ja, dann wäre ich bereit, sozusagen. Aber wahrscheinlich gehen wir jetzt rein, es kommt direkt ein Boss oder so. Seid gewarnt, das Monster, das uns quälte, haust immer noch an diesem Ort. Wir kümmern uns darum. Ja, aber bitte einen Speicherort vorher, das wäre ganz nett. Leute? Echt nett? Einen Walnusskorken gefunden? Das doch gibt's doch jetzt nicht, oder? Ich darf einfach nicht mehr in dem Spiel speichern. Das darf doch nicht wahr sein. Ne, darf ich wirklich nicht. Okay, jo, kann man mal so machen. Was ging... Oh Gott. Dieser Tank. Ach so, Tank. Das meinten die damit, als ich eben Tank gesagt habe.
Dort war ich all die Jahre eingeschlossen. Und dieser hier... Chkor, endlich werde ich dich rächen. Das Monster ist gleich da vorne, macht euch bereit. Bleibt mal ganz locker. Ich will doch noch speichern und hier was holen, weil hier hat's geblinkt. Genau, so ein Kram hier. Na gut, okay, dann speichern wir halt nicht mehr. Ich muss meiner Tochter dann sagen, dass ich als Papa nicht mehr zur Verfügung stehe, da ich Sea of Stars jetzt einfach durchspielen muss. Oder ich habe mehr Glück. Wunderbar. So, ausrüsten. Wir müssen noch den Korken hier ausrüsten. Nicht, dass ich das vergesse. In der Welt von Serai nur äußerst selten anzutreffen. So langsam wird der Damage auch richtig geil. Dreistellig und so. Richtig nice. Hier können wir uns ausruhen. Können nochmal kochen, uns vorbereiten für einen Bosskampf höchstwahrscheinlich. Den wir dann in der nächsten Folge sehen. Mega nice. Ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinschalten. War mal wieder eine richtig krasse, lange Folge. Gold 0. Dorf der Verlorenen und lebendiges Glas. Auf geht's. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Vielen Dank fürs Abo, für Abos, Likes, Kommentare, Support jeglicher Art. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.